sports. It's in the game. Es fehlen noch 3 Punkte bis zum Titel. Noch ein Sieg, dann darf gejubelt werden. Bleiben Sie dran, wir zeigen Ihnen die Entscheidung live bei EA Sports. Die Kulisse stimmt im Old Trafford. Nur der Regen, liebe Zuschauer, der stört natürlich so ein wenig. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und es geht bei uns heute um ein Spiel in der Premier League. Manchester United gegen Chelsea. Ein Freundschaftsspiel also, aber das wird wohl trotzdem intensiv, da beide sich eine Menge vorgenommen haben. Ziyech. Sie verlieren hier den Ball. Manchester United greift an. Sie bringen den Ball in die Mitte. Brauchbarer Kopfball, aber der geht neben das Tor. Kante. Ben Chilwell. Beide wollen den Titel, Buschi. Das wird ein spannendes Duell heute. Vor allem, weil die Gäste bei einem Sieg vorbeiziehen könnten. Also das ist eine interessante Ausgangslage. Ballbesitz ist weg. Jadon Sancho. Bruno Fernandes. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Jetzt der Schuss. Gehalten, ganz stark. Es bleibt bei diesem Remis vorerst, und das haben Sie ihm zu verdanken, seiner Parade. Was war das für eine Riesenchance? Und er hält das Ding. James. Kanté. United verliert den Ball. Pogba jetzt. Sancho mit Platz auf dem Flügel. Jadon Sancho mit der Flanke. Abgefangen, auch wenn das natürlich letztlich kein großes Problem war. Bruno Fernandes. Steilpass, Bruno Fernandes. Gut gemacht, der Ball ist erstmal raus. Gut geklärt, das war wichtig. Die Szene eben, also den Ball muss er erstmal halten, hat er klasse gemacht. Jetzt Thiago Silva. Schöner Spielaufbau jetzt. Aber dann scheitern sie doch, Ballverlust. Sancho. Bruno Fernandes. Manchester United mit geduldigen Pässen. Da haben sie jetzt den Ball. Erstmal dazwischen gegangen hier. Ronaldo. Ballbesitz Bruno Fernandes. Schön dazwischen gegangen. Kanté, das sieht gefährlich aus.
Latte, aber der Ball ist noch heiß. Dieses Tor kann Ihnen nicht gefallen, denn jetzt wird der Weg zur Meisterschaft immer steiler. Ja, ist es überhaupt noch möglich? Nur ein Sieg würde reichen, aber danach sieht es momentan nicht aus. Ganz im Gegenteil, jetzt muss eine Reaktion kommen. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Pogba am Ball. Bei der Ballbesitzstatistik liegen die Vorteile bisher klar auf Seiten von Manchester United. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss gearbeitet werden. Aaron Wan-Bissaka. Da kommt die Flanke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Pause. Sie wollten heute Meister werden, aber im Moment sieht sie. Chelsea liegt vorne. Guter erster Durchgang der Blues. Und jetzt geht's in diesem Spiel weiter. James. Kanté hat den Ball. Jorginho. Chelsea immer wieder mit diesen tollen Pässen. Oh, da machen sie Druck. Abgefangen, gut gemacht. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein... Ah, da könnte sich was anbahnen jetzt. Das ist abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Ben Chilwell. Kanté hat den Ball. Chelsea mit dem Angriff. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Könnte den Konter geben. Luke Shaw. Ja, sie versuchen es weiter. Ball ist unterwegs. Klasse gemacht. Stark geblockt. Vielleicht der Ausgleich bei der Ecke. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was finden. Keine echte Gefahr. Der Kopfball landet neben dem Tor. Azpilicueta am Ball. Das ist Ziyech. Lukas. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Bald geht es in der Premier League weiter für Manchester United. Dann geht es zu Hause gegen Chelsea. Und da freuen wir uns drauf, immer wieder schön in der Premier League dabei sein zu dürfen. Jetzt Thiago Silva. Das ist schon abgezockt, wie sie das machen mit dieser Führung im Rücken. Sie spielen sich den Ball hin und her und immer wieder diese kurzen, schnellen Pässe. Nun Lukaku. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Rashford. Federico Valverde. Rashford. Shaw. Direkt wieder zurück. Cristiano Ronaldo, guter Zweikampf. Manchester United greift an. Ja, der Schuss jetzt. Nicht das Tor. Unglaublich. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgang. Jetzt kommt die Ecke. Das war kein guter Kopfball, klar, aber da müssen wir auch mal die Abwehr loben, Buschi. Ja, das machen sie richtig gut, sind dicht an ihm dran. Konnte kaum besser machen. Kai Havertz. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Schafft Man United den späten Ausgleich? Die Fans glauben dran. Er hat Platz zum Flanken. Schöner Volleyschuss. Was für...
Ein Reflex. Boah, Wahnsinn. Wie hat den noch gehalten hat aus der Entfernung. Großartig. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Das könnte es sein. Nochmal die Ecke, vielleicht die Chance. Der Ball kommt rein. Macht er gut. Ich glaub's nicht. Sie treffen doch noch. Der Ausgleich. Manchester United also doch noch mit dem Ausgleich. Damit hätten hier die wenigsten gerechnet. Nicht unverdient, würde ich sagen. Wir haben es immer weiter versucht und werden belohnt. Ben Chilwell. Saul. Jetzt James. Chelsea ist noch nicht fertig mit diesem Spiel. Sie greifen nochmal an und wollen hier den Siegtreffer. Die Flanke jetzt. Klasse abgefangen, die Flanke. Da musste der Torwart aber auch hin. Martial. Wirtz. Rashford. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Saul. Da ist Thiago Silva. Läuft der Ball sehr gut. Schönes Zuspiel. Gehalten. Super Szene von Donnarumma. Es gibt noch mal Ecke für die Blues. Die Chance auf den vielleicht entscheidenden Treffer. Das war's. Das ist der Schlusspfiff. Sie hätten heute gerne schon den Titel geholt, aber...
Sehen wir heute den Meister? Noch ein Punkt bis zur Meisterschaft. Ein Punkt noch bis zur Krönung. Bleiben Sie dran. Willkommen im Sellers Park. Wir melden uns aus einem stimmungsvollen Stadion. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden das Ganze wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Und es ist das Spiel, in dem die Gäste Meister werden können. Crystal Palace gegen Manchester United. Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph. Es winkt der Gewinn der Meisterschaft. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel mit auf den Weg gehen. Jeder weiß, worum es geht. Die Jungs sind natürlich top motiviert. Geht da mit vollem Einsatz zum Ball. Und Cristiano Ronaldo ist vorbei am Verteidiger. Rashford. Bruno Fernandes am Ball. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso, der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Crystal Palace spielt heute gegen Manchester United. Das Team mit den wenigsten Toren gegen das Team mit der besten Abwehr. Wird schwer für sie heute gegen die Defensive, die wirklich stark ist, müssen sie erstmal zum Erfolg kommen. Paul Pogba. Ronaldo zieht ab. Was für eine Rettungstat, gehalten. Ecke kommt in den 16er. Oh, er kann klären. Varane. Die Chance. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Fairer Einsatz hier. Sie üben schon früh Druck aus. Schön gemacht. Ball weiter im Spiel. Weiter geht es mit einem Einwurf. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Cristiano Ronaldo. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Gute Pässe auf Seiten von Crystal Palace jetzt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Das macht er ganz sicher, hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Wood! Unglaublich, da fangen sie sich das Tor ein. Und der Traum von der Meisterschaft, der könnte doch noch platzen. Denn in diesem Moment würde es nicht mehr reichen, sie müssen reagieren. Jetzt ist natürlich auch der Trainer gefragt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Rashford. Machen Sie jetzt gut die Balleroberung. Gut dazwischen gegangen. Cristiano Ronaldo, Steilpass. Tolle Aktion vom Torwart. Da kommt die Ecke. Er spielt den Ball raus. Rafael Varane mit dem Ball. Er holt sich vorne den Ball. Bruno Fernandes. Das muss es doch jetzt sein. Das muss die Meisterschaft sein. Die legen noch einen drauf und hier zweifelt kaum noch einer, dass es klappt. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1:1. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Er zieht vorbei. Schöner Volley-Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Pogba jetzt. Das macht er gut. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. Das könnte gefährlich werden. Schießt er ihn rein. Tolle Parade. Und so geht der Ball knapp über die Latte. Eckball, gute Chance natürlich hier in Führung zu gehen. Damit lässt er sich natürlich nicht überwinden. Hat ihn.
Erste Hälfte ist rum und hier steht es unentschieden. Mal sehen, was sie in Durchgang 2 noch zeigen können. Der zweite Durchgang läuft. United hier mit dem Anstoß. Jetzt haben sie den Ball verloren. Spielt den Ball wieder zurück hier. Sie drängen auf die Führung. Nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Hereingabe in die Mitte. Flanke zu ungenau. So hat sie der Torwart. In der Premier League geht es dann weiter für Manchester United. Dann geht es auswärts gegen Crystal Palace. Und Erfolg. Ein langer Ball hat hier zum Erfolg geführt. Da rümpfen natürlich viele so ein bisschen die Nase. Altmodisch heißt es dann, aber wer trifft, hat recht. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist Cristiano Ronaldo mit dem Kopf da. Und das ist stark, wie er das macht, in der Luft steht und wuchtig abschließt. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. An der Stamford Bridge ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleibe hier beim Spielstand. Sie werden hier wechseln. Bruno Fernandes. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Bruno Fernandes. Da kann er ihn stoppen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Ronaldo. Schuss von Ronaldo. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Nach diesem Treffer steht es nun 3:1. Sie suchen die Lücke. Schlupf. Sie könnten jetzt flanken. Das macht er ganz sicher. Hat den Ball, der ihn vor keine echten Probleme stellt. Aaron Wan-Bissaka. Wenn es bei diesem Resultat bleibt, Buschi, dann wären sie Meister. Ja, alle fiebern hier mit, alle zittern mit. Das Zittern ist noch nicht beendet. Noch müssen sie das über die Runden bringen. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Machen Sie jetzt gut. Da ist die Flanke. Super gemacht vom Torwart, er lenkt den Ball drüber. Vielleicht können Sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen, die Fans hoffen drauf. Die Ecke kommt rein. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt, da war kaum mehr rauszuholen. Aaron Wan-Bissaka. Sie ziehen hier ihr Passspiel auf, bewegen sich gut, lassen den Ball exzellent laufen. Immer wieder schön zu sehen. Das nennt man ballbesitzorientiertes Spiel. Schlupp. Gute Aktion jetzt. Gute Flanke auf den langen Pfosten.
Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Jadon Sancho. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind es noch. Vielleicht jetzt die Lücke für Crystal Palace. Sie holen sich hier den Ball. Schlusspfiff in dieser Partie. Manchester United hat gewonnen. Sie holen sich hier einen schönen Ligasieg. Auch in dieser Höhe vollkommen verdient. Sie waren die eindeutig bessere Mannschaft. Seit Tagen gibt es nur noch ein Thema, nämlich dieses eine Spiel, dieses Finale. Die Spannung ist mit Händen greifbar. Gleich kann es hier losgehen mit Manchester United gegen Paris Saint-Germain. Endspiel in der UEFA Champions League. Die einen werden sich heute den Traum erfüllen, die anderen stehen am Ende mit leeren Händen da. Was für eine Atmosphäre, was für eine Spannung. Mein Name ist Wolf Fuß und neben mir hat, wie üblich, der geschätzte Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Nur noch wenige Augenblicke, liebe Zuschauer, dann legen wir hier los. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier
Ballverlust United. Brozovic. Ja, sehr dribbelstark, macht das richtig gut. Vorne der Ballgewinn. Mbappé, kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Endspiel der UEFA Champions League, Buschi. Beide träumen heute vom ganz großen Triumph. Na Logo, das ist der größte, der wichtigste Titel überhaupt im Vereinsfußball, nach wie vor. PSG in der Offensive. Ball ist unterwegs. Etwas zu unpräzise in dieser Situation. Ja, stramm war er, absolut. Aber vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Sancho gibt den Ball ab. Messi. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Nun Ronaldo. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Gefährlich, immer noch. Navas, da kommt er noch an den Ball. Jetzt Neymar am Ball. Gaia. Messi jetzt. Neymar. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Flanke von Neymar jetzt. Gute Aktion. Ball ist raus. Cristiano Ronaldos Pass kommt nicht an. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Klasse! Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann haben sie diese Überzahlsituation. Ja, das machen sie geschickt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nicht so gut von Messi, kommt da nicht vorbei und der Ball ist raus. United verliert den Ball. Mbappé! Ball kommt gut bei diesem hohen Steilpass. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Ball bei Lionel Messi. Messi, Riesenchance. Szene geht weiter. Sie sind wieder da. Ist es denn zu fassen? Ausgleich in diesem Finale in der UEFA Champions League. Also in diesem Spiel ist wirklich alles drin. Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen.
Und wenn du das so geschickt machst, dann fallen Tore. Einseits, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Jadon Sancho. Jadon Sancho mit der Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Pogba fängt diesen Pass ab. Naja, das ist abseits. Der Pass kommt zu früh, aber den Pass müssen sie auch eigentlich noch gar nicht spielen. Ja, ich glaube, gleich wären alle wieder raus gewesen aus dem Abseits. Da waren sie zu ungeduldig. Marco Verratti mit dem Ballverlust. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Flanke kommt nicht durch. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein. So, weiter geht's jetzt mit dem zweiten Spielabschnitt in diesem UEFA Champions League Finale. Messi jetzt am Ball. Jetzt Verratti. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Da trennt er ihn vom Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Klasse Aktion von Navas. Wijnaldum. Bald steht das Endspiel in der UEFA Champions League auf dem Programm für Manchester United. Und der Gegner heißt PSG. Und das dürfte mit Sicherheit ein klasse Endspiel werden. Pass von Mbappé. Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Ein Pass mit viel Auge. Mbappé! Sie machen das Tor! Und damit geht sie in Führung in diesem UEFA Champions League Endspiel. Ganz wichtige Szene. Jetzt also Rückstand für Manchester United. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Manchester United mit geduldigen Pässen. Vorne der Ball gewinnen. Bruno Fernandes. Federico Valverde. Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Da hat so ein wenig die Präzision gefehlt bei diesem Pass. Gibt Einwurf. Jetzt wechseln sie hier aus. Shaw. Gut geklärt, aber Einwurf. United über den Flügel. Da kommt die Flanke. Super Parade. Den Kopfball hält er. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Oh, das könnte was werden. Da kommt der Lupfer. Sie machen das Tor. Zwei Tore jetzt die Führung. Aktuell deutet alles darauf hin, dass sie dieses Finale gewinnen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Jetzt Ronaldo am Ball. Da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. In puncto Ballbesitz ist PSG heute die klar stärkere Mannschaft. Und das ist schon klasse. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Ecke in die Mitte. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Jadon Sancho. Cristiano Ronaldo. Sehr gutes Tackling, das war wichtig.
Und jetzt Marquinhos. Da ist Messi. Ja, ich glaube, sie wollen jetzt auch gar nicht mehr angreifen. Sie sind zufrieden mit dem Ballbesitz und zufrieden mit dem Resultat. Da wäre Platz für den Konter. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Ja, das war so wichtig. Dieser Ball hätte richtig gefährlich werden können. Nun Lionel Messi. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und Sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht... Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Jetzt kommt hier der Wechsel. Tolle Parade. Er verhindert das Tor. Dabei kam der Freistoß gar nicht schlecht, Wolf. Ecke Neymar. Glanzparade. Tolle Aktion. Was für ein Wahnsinnsreflex. Jetzt die Ecke. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Canales. Das war jetzt aber mal eine gute Szene vom Torhüter. Ja, aber leider eine der wenigen bisher heute. Das ist nicht sein bestes Spiel. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Canales. Jetzt kennen wir den Sieger der diesjährigen UEFA Champions League.